Es ist ein gemeinsamer Weg, den die beiden hier antreten, doch sie kamen aus verschiedenen Richtungen. Fritz aus München hat in der Ukraine seine Alicia gefunden und jetzt, nach 5 Monaten nur, schließen sie auf dem Standesamt von Vinnytsia in der Ukraine den Bund fürs Leben. Ich muss wirklich sagen, ich bin total begeistert, auch vom ganzen Ambiente. Dann die Maria, wie sie die Trauung gemacht hat. Ich habe kein Wort verstanden, aber es war schön. Es war einfach eine Fügung. Als ich Fritz das erste Mal gesehen habe, da wusste ich schon, dass ich genau das will, was hier heute passiert. Dass ich ihn und keinen anderen mehr will. Der Fügung auf die Sprünge geholfen hat Svetlana, eine Heiratsvermittlerin. Für 1800 Euro Basistarif vermittelt sie deutschen Männern Frauen in der Ukraine. Fritz hat so Alicia gefunden und ein bisschen auch sich selbst. Ich war früher so ein typischer Macho. Und durch die Svetlana habe ich gelernt, dass wenn ich Frauen anders behandle, das schöner ist. Und ich habe meine große Liebe gefunden. 56 Jahre. Okay. Dreimal wird geküsst in der Ukraine. Auch das bringt die Expertin dem deutschen Fritz noch schnell bei. Ich mag diese Momente, wo ich sehe, dass meine Arbeit nicht umsonst war. Es war wirklich eine Arbeit, so ganz, ganz fleißige. Und wenn solche Ergebnisse es gibt, dann bin ich total glücklich. Mit dem Taxi geht's zum gemeinsamen Hochzeitsessen durch eine Stadt, in der Fritz in Zukunft öfter sein wird. Vinnytsia, Zentralukraine. Der Krieg im Osten ist zwar weit weg, doch die allgemeine Krise ist es nicht. 350.000 Menschen leben hier. Die meisten wollen, dass ihr Land einen Weg nach Westen einschlägt. Und manch eine mag gar nicht mehr warten. Larissa zum Beispiel, obwohl sie eigentlich Russin ist und Wladimir Putin einen Platz in ihrem Leben hat und auf ihrem Kühlschrank. Larissa würde gern einen deutschen Mann kennenlernen und hat sich deshalb bei Svetlana beworben. Mit Fotos, Lebenslauf und mit allen erdenklichen Zertifikaten. Natürlich sucht man nach einer besseren Welt, aber mir geht's gar nicht so sehr um die aktuelle politische Situation. Ich interessiere mich gar nicht für Politik. Wir haben hier auch genügend andere Probleme. Und Probleme haben viele. Auf Svetlanas Website bieten sich Ukrainerinnen an. Die Herren können eine Vorauswahl treffen, dann kommen sie in die Ukraine und Svetlana organisiert die Treffen. Für 1800 Euro kann Mann 10 Frauen kennenlernen. Svetlanas Business ist eine Erfolgsgeschichte, denn sie scheint zu wissen, was deutsche Männer suchen und zu Hause nicht finden. Sie suchen natürlich nach der Weiblichkeit, weil unsere Frauen nicht nur familienorientiert sind und nicht nur solche ganz klassische, traditionelle Familienwerte haben, sondern sie pflegen sich auch und die Männer schätzen das. Elena ist 26 und hat schon aufgegeben mit den ukrainischen Männern. Die nehmen die Qualitäten der Frau als selbstverständlich, sagt sie, doch Elena träumt von etwas anderem, von einem Leben, das für sie wie ein nicht enden wollender Urlaub wäre. Als ich mal im Ausland war, habe ich gesehen, dass die Menschen dort das Leben ganz anders genießen. Es geht dort um mehr als bloß darum, Kinder großzuziehen, zu arbeiten, um das Geld dann den Enkeln zu vererben. Die Europäer genießen das Leben. Sie sind begeistert davon. Fritz und Alicia, unser Hochzeitspaar, ist mittlerweile im Restaurant angekommen. Sie feiern im kleinen Kreis. Freunde aus Deutschland sind keine gekommen. Doch für sie ist klar, dass das Leben jetzt zumindest teilweise hier stattfinden wird. Sie wollen pendeln zwischen München und Vinnytsia. Denn Fritz hat sich hier nicht nur in Alla verliebt. Wenn du überall hinschaust, München purer Luxus. Mir gefällt so in der Ukraine. Ich komme genauso, also ich sage, einen Monat bin ich in der Ukraine, einen Monat bin ich in München, weil ich liebe die Ukraine. Nicht so sehr von den Häusern und Straßen, aber die Menschen. Das ist ein Traum. Und so hat Fritz aus München in der Ukraine seine Traumfrau gefunden und tanzt mit ihr zu ukrainischen Liebesliedern.
Dass Fritz dabei kein Wort versteht und sie sich dennoch irgendwie verstehen, ist eben einfach nur eines der vielen Geheimnisse ihrer Liebe.